begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Runde Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Im letzten Part habe ich euch ja ungefähr von meinem Zeitplan erzählt und ich habe euch auch erklärt, wie ihr mit Gerüchten umzugehen habt und was ihr darauf geben könnt. Nämlich einen feuchten Kehrig, beziehungsweise gar nichts. Oder die Scheiße eures Hundis Bello. Bello ist ein sehr schöner Hund und ich bin stolz, dass ihr Bello als Haustier haben könnt. Ich erzähle schon wieder viel zu viel Scheiße. In diesem Part werden wir versuchen, hier ansprechendes Gameplay zu haben. Dafür werden wir Stunt Squads hier. Wow, das ist aber ganz schön laut. Ich hoffe, dass, ich kann das ja hinterher umschauen. Bumm. Lassen wir den Squad erstmal dahin fahren, wo es dem Gegner ganz besonders wehtut. Und zwar in den Haus, in den Zaun unserer Basis. Ach, scheiße, jetzt habe ich keine Punkte dafür bekommen. Ätzend. Na gut, dann nehmen wir unseren wunderbaren Squad wieder. Squad. Quad. Übrigens, Squad. Nee, Moment, ich bin ein Squad. Ach, klar. Entschuldigung, ich bin sehr hektisch. In diesem Part, wenn wir, wie gesagt, versuchen, ein freundliches Gameplay zu bringen. Ich habe das seit 8 Monaten nicht mehr so richtig gut gespielt. Deswegen entschuldige ich, Fels zu bitten. Nein, ich möchte bitte nicht, dass ihr um Fels bittet. Nein. Ich bitte um Fels zu entschuldigen, möchte ich sagen. So, Hilfe bei Basiseroberung, das ist schon mal gut gelaufen. Aber Fels sind ja... Oh, das... Sorry. Oh, da ist aber einer. Hallo. So. Warten wir mal auf den Kollegen. So. Habe ich noch einen? Nee. Wie gesagt, das ist auch ein konzentrationsforderndes Spiel. Ach, Kacke. Was war das denn? Oh ja, genau. Man schießt mal einen Panzer in das alte Schiff. Kann man auch sonst nichts machen, ne? Hast du keine Freunde oder was? Arsch doch, Kevin, ey. So, noch was. Ich versuche, meinen Kanal etwas weiter aufzubauen. Also wie gesagt, ne Moment, das habe ich im letzten Part ja schon erzählt, mit den verschiedenen Genres. Ich versuche, ein bisschen Mix reinzukriegen. Ich möchte auch eigentlich noch eine vierte Kategorie aufmachen, die aber mehr Let's Show-Charakter haben wird. Und zwar Let's Play Retro. Ich habe einige wunderbare Spiele ausgegraben, auch durch eine wunderbare Website, goodoldgames.com. Spiele, die mehr als 10 Jahre alt sind, absoluten Retro-Klassiker haben. Und die ich einfach zum Beispiel in meiner Kindheit gespielt habe. Eines dieser Spiele ist zum Beispiel Unreal. Nicht Unreal Tournament, was ihr zum Beispiel aus diesem kleinen Video kennt, wo ein Kind seine Tastatur zerschlägt, weil es Unreal Tournament spielen will. Nein. Unreal, normal. Also Unreal, Unreal. 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 Und jetzt habe ich bestimmt irgendwelche Copyrights verletzt, weil ich gerade ein Musikstück... Upsa. Ein Musikstück gebeatboxt hat. Ach, scheiße. Ein Musikstück gebeatboxt habe, das bestimmt irgendwo Copyrights hat. Bestimmt irgendwo in Tahiti oder so. Und deswegen wird mich ACTA töten. Übrigens nochmal auf ACTA. Ich weiß, dass diese Video mehr gucken werden als Minecraft. Geht gegen ACTA vor. Geht auf die Straße. Schreibt Politiker an. Macht politischen Druck. Aber im Rahmen. Also, ich möchte wirklich euch bitten... ich möchte wirklich euch bitten, das ist jetzt wichtig, dass das so passiert. Informiert euch, was ist ACTA? Ne? Sagt nicht einfach, ACTA ist doof, weil ACTA doof ist und weil Anonymous das sagt. Anonymous hat schon recht. Anonymous übertreibt aber auch ein bisschen. Es ist wichtig, dass Anonymous übertreibt, ansonsten würden sie nicht so die Masse mobilisieren können. Informiert euch über ACTA. Wisst, was ACTA ist. Und dann geht auf die Straße, protestiert dagegen. Schreibt die Politiker an. Übt politischen Druck aus. Ihr seid die Wähler von morgen. Die Piratenpartei, so, sag ich mal, obskur sie auch angefangen hat, die Piratenpartei ist meiner Meinung nach im Moment die einzige Partei, die da wirklich versteht, was da abgeht. Oh, Helikopter. ACTA ist ein Gesetz, das hinter verschlossenen Türen antidemokratisch abgeschlossen wurde und im Heimlichen unterschrieben wurde. Das kann so nicht sein. Deswegen, Leute, ich bitte euch, auch wenn ihr euch nicht für Politik interessiert, informiert euch, was das ist. Informiert euch, wie ACTA funktioniert. Schreibt Politiker an. Ja, ihr könnt googeln. Ihr könnt ins Parteibüro gehen, ins örtliche. Von der SPD oder CDU oder der Grünen, keine Ahnung. Die Grünen sind übrigens auf unserer Seite im Moment noch. Lasst euch Adressen geben von Landtagsabgeordneten, die ihr fragen könnt. Politiker sind im Grunde genommen immer noch für euch da. Die sind durchs Volk gewählt. Ihr seid die Wähler von morgen, ja?
Lasst euch Adressen geben, E-Mail-Adressen, Postadressen, schreibt einen Brief, fragt diese Politiker, wie sie dazu stehen. ACTA geht gegen eure demokratischen Grundrechte vor. ACTA greift in eure Persönlichkeitsrechte ein. Das kann es in Deutschland nicht geben. Das kann es in keinem demokratischen Land geben. Lasst euch das gesagt sein. ACTA ist nichts Gutes, aber ihr müsst euch informieren. Wissen ist in diesem Moment Macht. Zum Beispiel, ich finde diese Demonstration am 11., glaube ich, war das. Ja, am 11.2. Die landesweiten Demonstrationen gegen ACTA. Das ist der richtige Schritt. Aber auch da, es wurde gefragt, was ist ACTA eigentlich? Aus einer Studie, ich weiß nicht, wie vertraubar diese Studie ist, aber da zeigte sich, dass über 3/4 der Menschen, also 76% irgendwie, nicht genau wussten, was ACTA eigentlich ist. Sowas nimmt der Demonstration einfach die Aussagekraft. Weil man dann einfach das Argument anbringen kann, naja, das ist einfach nur, das ist einfach nur, pseudopolitisches Sein, die demonstrieren, um zu demonstrieren, wissen gar nicht, wofür sie demonstrieren, wir machen es trotzdem. Nein, ihr müsst wissen, wogegen ihr demonstriert. Ihr müsst wissen, was ihr da tut. Und, das Recht ist eigentlich auf eurer Seite. Also wie gesagt, Reihenfolge. Auch hier nochmal. Ich mag Reihenfolgen, das sind Terminpläne, da kann man sich dran halten. Wissen, was ACTA ist. Euren Bundestags-Landtagsabgeordneten anschreiben, geht in die Parteizentralen, fragt nach Adressen. Ihr müsst fragen, ihr müsst aktiv sein. Und dann, wenn es geht, auf die Straße gehen und eure demokratischen Grundrechte einfordern. Ihr könnt dagegen demonstrieren, zeigt Flagge, aber wisst, wofür ihr Flagge zeigt, ja? Und dann, wenn wir alle zusammenhalten, dann sollte es überhaupt kein Problem geben. Und es ist wichtig, dass in diesem Moment einfach mal Flagge gezeigt wird und dass das Internet zusammenhält. So schwierig das auch manchmal ist. Aber wir haben gezeigt, dass wir es können. Bei RTL zum Beispiel, nach dem Gamescom-Bericht, da haben wir es geschafft, dass RTL sich entschuldigt. Zieht euch das mal rein. RTL hat sich öffentlich entschuldigt für einen Bericht. Das gab es noch nie, schon gar nicht bei RTL. Und wenn wir diesen unglaublichen Zusammenhalt, diesen unglaublichen Druck aufrechterhalten können, dann ACTA geht gegen alles. Gegen alles, was man im Internet machen kann. ACTA macht das Internet, verkrüppelt das... Scheiße, ey, gameplay-technisch hier. ACTA verkrüppelt das Internet zu etwas, was man nicht mehr gebrauchen kann. Es ist basiert auf einem alten Copyright-Gesetz. Versteht mich nicht falsch, ich finde das Copyright wichtig. Aber zum Beispiel auch das, was ich hier mache. Ich promote das Spiel nicht nur. Also wie viele Leute mich schon angeschrieben haben, die mir gesagt haben, Alter, wegen dir habe ich Battlefield gekauft. Ich habe ein einziges Video von Roller Coaster Tycoon hochgeladen. Ein Spiel, das jetzt bestimmt auch schon 5 Jahre auf dem Buckel hat. Vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Wie viele Leute haben mich angeschrieben? Ey, super geiles Spiel. Ich wusste das ja gar nicht. Ey, ich kaufe mir das jetzt wegen dir. Das kann doch nur im Sinne des Copyright-Inhabers sein, dass, hallo, ich hab dir eine Granate vor die... Ach, fick dich doch. Das ist mir egal. Blöd, Mann. Es kann auch nur im Sinne des Copyright-Inhabers sein. Ja, 2.6, komm. Also, gameplay-technisch braucht ihr mir in diesem Part nicht kommen. Hört mir einfach zu. Es ist wichtig. Copyright ist was Wichtiges, aber Copyright, finde ich, im digitalen Zeitalter ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist wichtig, dass dein geistiges Eigentum geschützt wird. Aber es kann nicht sein, dass, wenn ich ein Bild von Coca-Cola hochlade oder mich ein Urlaubsfoto, mich vor ein Urlaubsfoto stelle, wo Coca-Cola irgendwie drauf zu sehen ist, oder dass ich, wenn ich über Coca-Cola schreibe, einen Artikel über Coca-Cola schreibe und dann ein Foto einer Flasche von Coca-Cola zeige, dass ich dann belangt werden kann. Das geht doch nicht gegen das Copyright. Ich verwende ein Bild, um meinen Punkt zu unterstützen. Ich verkaufe das ja noch nicht mal als mein Eigentum, das ist doch Quatsch. Ah, vielleicht holen wir jetzt da sogar ein bisschen auf. Nein, also das muss neu angepasst werden und ACTA ist einfach ein Lobbyistenwerk. Und da kann man gegen vorgehen. Das ist nicht das, wofür wir Politiker wählen. Und das ist gefährlich, es ist einfach gefährlich. Also versucht es, ja? Versucht es im richtigen Rahmen und versucht es. Behaltet den Druck aufrecht. Politiker sind durch uns gewählt. Also können wir sie auch wieder absägen. Also können wir sie auch unter Druck setzen. Denn ohne uns sind die Politiker nicht. Wenn die nächsten Landtagswahlen kommen und eben diese Politiker dann nicht mehr, oder Bundestagswahlen, eben diese Politiker, die so einen Scheiß verzapft haben, von der gesamten jungen Wählerschaft komplett nicht mehr gewählt werden. Wir sind viele. Vielleicht sind einige von euch ja 18 oder vielleicht sogar noch älter.
ihr könnt so die politische Landschaft beeinflussen. Ich weiß, dass es ein bisschen verdreißend ist, wenn man halt seine Stimme abgibt und man ist halt einer von 82 Millionen. Aber ihr dürft wählen. Ihr dürft versuchen, die politische Landschaft mitzugestalten. Also tut es auch. Wählen ist erstes Bürgerrecht. Und wenn ihr nicht wählen geht, dann passiert sowas weiterhin. Also, wie gesagt, das ist alles, was ihr tun könnt. Versucht nicht, euch einfach so auch einfach hinzusetzen und nur zu nörgeln. Versucht was zu gestalten, versucht was zu bewegen. Ihr könnt was bewegen. Ich habe größtes Vertrauen in die Gamer-Community und in die gesamte Internet-Community, in die gesamte Let's-Play-Community, dass da etwas passieren kann. Wenn, und ich sage das nochmal ganz bestimmt, wenn es richtig geschieht. Ich wiederhole mich in diesem Video und aber ich wiederhole mich, damit es wirklich ankommt. Informiert euch, was ACTA ist. Lest euch den ACTA-Artikel durch. Der ist online. Ihr müsst einfach nur googeln ACTA-Erklärung oder ihr müsst es einfach nur googeln. Lest euch durch, was da steht. Ihr werdet schnell merken, das sind sehr schwammig und lieblich formulierte Artikel, die erstmal gar nicht so schlimm aussehen. Aber hinterfragt es kritisch. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Internet? Was bedeutet das für meine Freunde? Was bedeutet das für meine Aktivität im Internet? Was da steht? Oh fuck. Was bedeutet das? Fragt immer, hört nicht auf zu fragen. Was bedeutet das? Hier steht, meine private Rechte werden im Rahmen der Gesetze gewahrt. Was bedeutet das? Wenn ich verdächtig bin, sind meine privaten Rechte dann nicht mehr gewahrt? Ihr müsst bei jedem Gesetzentwurf, müsst ihr euch fragen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was wäre die ultimative Folge davon? Und das ist das Problem mit ACTA, weil ACTA beinhaltet Sachen, deren ultimative Folge eigentlich eine Beschneidung des Internets darstellt, und das kann nicht sein. Fragt euch. Informiert euch. Lasst euch nicht töten wie ich. Das ist blöd gewesen. Ja, jetzt ist er gemessert. Ha. Naja. Informiert euch. Was ist ACTA? Dann. Geht zu eurer Partei, geht in die örtlichen Parteibüros, jede Partei hat irgendwo in der nächstgrößeren Stadt, vielleicht auch sogar in kleineren Städten, Parteibüros. Fragt sie doch einfach. Geht da hin und fragt sie einfach, hey, ich habe da gehört, so ein neues europaweites oder sogar weltweites Gesetz, ACTA, wie steht eigentlich ihre Partei dazu? Also ACTA ist meiner Meinung nach das und das und das und das. Wie steht ihre Partei dazu? Könnte ich vielleicht... Oh, da ist ein Sniper. Aua, hör auf damit, Arschloch, ey, da mag ich ja gar nicht haben. Da. Wie steht Ihre Partei dazu? Kann ich vielleicht... Ja, gut, dann... naja. Kann ich vielleicht die E-Mail-Adresse eines Abgeordneten haben? Jede seriöse Partei wird euch diese E-Mail-Adresse geben und dann könnt ihr auch diesen Abgeordneten fragen, der vielleicht im Landesparlament, im Bundestag sitzt, im Europaparlament sitzt. Ich habe es auch gemacht. Ich habe einen Europaabgeordneten angeschrieben. Herrn Lange von der SPD. Ich habe ihn angeschrieben und ich frage, ja, Herr Lange, ich habe von diesem neuen Gesetz gehört, ACTA. Meiner Meinung nach beschneidet das meine Persönlichkeitsrechte. Wie stehen Sie dazu? Ich weiß, Sie haben einen vollen Terminplan, aber vielleicht ist es auch interessant für Sie. Wenn einer das macht, dann bringt das nichts. Wenn 100 das machen, bringt das sehr viel, weil es dann nämlich wichtig ist. Und Politiker können sich auch irgendwie nicht so richtig erlauben, einfach gegen die Bevölkerung vorzugehen. Also wirklich so gegen den Willen der Bevölkerung. Vielleicht bin ich da ein kleiner Idealist und vielleicht haben viele von euch das Vertrauen in die Politik schon verloren, aber das ist einfach der Zeitpunkt, politisch aktiv zu werden. Schritt 3 ist einfach, wenn ihr das getan habt, wenn ihr also die Politiker direkt angesprochen habt, dann könnt ihr eure Meinung auf der Straße zeigen. Es gibt mehr als genug organisierte Proteste, denen ihr euch anschließen könnt. Geht auf die Straße, stellt euch einfach dazu. Es geht da um die reine Masse, wenn ihr einfach alle da steht und einfach gegen ACTA seid, als geschlossene Gemeinschaft, und dann noch wisst, wogegen ACTA geht, was ACTA ist, dann können wir was erreichen. Leute, ich spreche schon viel zu lange, danke fürs Zuhören. Gameplay-technisch war das nicht so wichtig, aber ich finde, ich habe einige sehr wichtige Punkte rausgekriegt, die mir richtig auf dem Herzen lagen. Insofern, Leute, denkt drüber nach und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2, vielleicht dann auch sogar schon Battlefield 3, wer weiß, keine Ahnung, wann ich wieder Geld kriege. Ich habe kein Geld. Und vielleicht auch im nächsten Part von Let's Play Minecraft. Schaut mal rein, ist ein super Spiel. Also bis Leute. Leute, bis dann.